ist ein Ort für die Entwicklung und Umsetzung von konzeptionellen Ideen, für die kollegiale Beratung und Weiterbildung, für die unbürokratische Lösung von Problemen sowie für das gemeinsame und selbstbewusste Auftreten in der Öffentlichkeit. Wir haben mit NAD keine formalen und bürokratischen Hürden aufgebaut, sondern unterstützen uns gegenseitig, gute Lösungen und Angebote in der Praxis zu entwickeln und umzusetzen. Ja, mein Name ist Margarete Reimers und ich komme von der Alsterdorf Assistenz Ost und bin dort im Fachdienst tätig. Das heißt, ich berate die Kollegen vor Ort in den Tagesförderungen und auch die Beschäftigten. Ich möchte gerne hier mit den Kollegen zusammen die Arbeit vorstellen, die unsere Beschäftigten jeden Tag machen, weil sie tun ganz viel Liebe rein in ihre Arbeit. Das möchten wir heute hier darstellen und auch zeigen und andere dafür begeistern. Was wollen Sie sich hier heute noch angucken? Oh, ich werde gleich alle Stände mir noch mal anschauen. Ich werde mit den Kollegen sprechen. Das ist ja auch eine Aufgabe des NAD-Marktes, dass wir zusammen untereinander reden und uns auch kollegiale Hilfe geben. Und ich will natürlich sehen, was die Beschäftigten hier alles gemacht haben, ob sie neue Ideen mitgebracht haben. Das interessiert mich jetzt. Müssen Sie das mal ausprobieren. So. Und dann kann man so schleichen, genau. So hin und her. Dann entsteht nachher so eine Mulde, das dauert ungefähr 16 bis 20 Stunden Arbeitszeit, bis so eine Schale fertig ist. Das können eben auch Menschen, die sehr schwer behindert sind, sind so eben mit im Arbeitsprozess integriert, weil das eben fast jeder kann. Ich bin Dietmar Stellmacher von Leben mit Behinderung und ich baue hier arbeitsunterstützende Geräte für Menschen mit hohem Assistenzbedarf und habe vor 17 Jahren mal angefangen, ein Gerät zu bauen. Und inzwischen sind das schon mehrere hundert Geräte, die ich eben gebaut habe. Entweder Alltagsgeräte, die umgebaut werden oder eben sowas wie dieses hier. Das ist eine Stempelmaschine, die dann individuell auf bestimmte Personen abgestimmt gebaut wird. Und hier ist es so, möchtest du mal was ausprobieren? Guck mal hier, das ist eine Stempelmaschine, da musst du hier runterdrücken. So, und jetzt rüber, bis das hier dran ist. Und jetzt runterdrücken. Ja, super. Und jetzt genau, mit Kraft. Sehr schön. Ja, prima. Ja, mein Name ist Sabine Hilger-Gürich. Ich bin Teamleitung in der Tagesförderstätte in Henstedt-Ulzburg vom Rauen Haus. Ja, und ich bin Maren Röse, Teamleitung auch in der Tagesförderstätte des Rauen Hauses hier in Hamburg. Weswegen sind Sie heute hier? Wir sind selbstverständlich hier mit unseren Beschäftigten der Tagesförderstätte, einmal aus Hamburg-Mitte und auch aus der Wendenstraße am neuen Standort, um hier den Vivo-Markt zu besuchen, damit die Beschäftigten die Produkte, die sie erarbeitet haben, hier verkaufen können, in Kontakt kommen können mit anderen Beschäftigten aus anderen Tagesförderstätten und wir uns selber auch mit anderen Kollegen auch austauschen können. Sehr spannend sind auch unsere File-Folder. Das ist ein Lehrmaterial, weil wir auch sehr viel Wert auf Weiterbildung, auf die berufliche Weiterbildung legen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Übungsmaterialien, wo man dann richtig zuordnen muss. Da kommt es immer drauf an, welche Interessen hat ein Mensch. Da kann man zum Beispiel Fahren nehmen, mit Lesen. Es gibt aber auch, mal gucken, wenn man es vorführen will, reine Bildzuordnung, wo man das richtige Pärchen finden muss, motorisch sich schulen kann und gleichzeitig natürlich auch visuell. Guten Tag, mein Name ist Karl Norbert Martin Kunze. Ich bin 33 Jahre alt und komme aus Bielefeld. Ich spreche mit Hilfe zweier Sprachcomputer zu Ihnen, auch genannt Tauker. Mein Name ist Anja Viert und ich leite die Tagesstätte Harburg-Carré. Und Sie bitte? Ich bin Brigitte Hartung und ich arbeite in der Carré. Hier kommt ein Band durch, da kommt ein Band und hier sind so wie Pädeln. Nur ist es schwierig, wenn man mit den Pädeln auf Tour setzen. Kernkissen, Duftkissen, Augenkissen, ganz neu sind Schürzen, Taschen. Was sind Ihre Lieblingsschürze? Die Lieblingsschürze? Also jetzt
fällt mir gleich der Löwenkopf hier ein. Die finde ich schon toll, aber die scheint schon reserviert zu sein. Also ich bin ja immer interessiert an Neuerungen und an Ideen, wie Beschäftigte gut an Arbeit teilhaben können. Möglichst selbstständig. Und darauf liegt ja der Fokus. Was können wir dann sozusagen den Menschen an Hand geben, damit sie selbstständig agieren können? Es entstehen immer wieder Kooperationen mit unterschiedlichsten Institutionen und Betrieben. Im Vordergrund steht dabei weiterhin das Kernziel, die Lebenssituation und die Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu verbessern. Wir in Hamburg sollten weiterhin zusammen daran arbeiten, dass die Menschen in Tagesförderstätten auch individuelle Entwicklungsmöglichkeiten zur Teilhabe am Arbeitsleben aufgezeigt bekommen. Denn aus unserer Sicht ist die Orientierung auf Beschäftigung der richtige Weg zu einem inklusiven Leben und damit zu einer inklusiven Gesellschaft. Das Tolle ist, dass alle so aktiv sind an diesem Markt. Alle Kollegen arbeiten hier ganz toll mit, alle Beschäftigten arbeiten hier gerne mit und alle sind total motiviert, ihre Arbeit zu zeigen. Das ist das Tolle. Ich finde, die Messe ist so eine große Bereicherung, sowohl für Klienten als auch für pädagogische Mitarbeiter, als auch für mich als Leitungskraft, um einfach sich auszutauschen, Ideen weiterzuentwickeln. Und vor allen Dingen hat sich ja auch der Nahtkreis auch politisch sehr betätigt. Wir haben ja seit vielen Jahren schon dafür gekämpft, dass einfach Teilhabe an Arbeit auch für Menschen mit hohen Einschränkungen halt auch ein wichtiger Aspekt ist für diese Menschen. Es ist toll, dass hier so viele Menschen zusammenkommen. Dennoch würde ich mir noch wünschen, dass es eine noch größere Öffentlichkeit hat, dass wir noch an Orten sein können, wo wirklich auch vielleicht noch mal Menschen hinkommen, die sich, also hier sind ja sehr viel auch Eltern und Mitarbeiter und die irgendwie schon mal was mit uns zu tun hatten in irgendeiner Form. Und ich würde mir wünschen, dass wir noch mehr in Kontakt kommen können mit Menschen, die sonst eigentlich nichts mit Menschen mit Behinderung zu tun haben.